Oh, endlich habe ich meine Ruhe und kann ein bisschen heimlich naschen. Oh ja, meins. Na, was ab, Lucky? Mensch, na egal. So, Freunde, heute haben wir mal wieder ein sehr cooles Experiment und zwar werden wir ein bisschen rumschießen. Das ist Munition für meine Waffe, also Diabolos genannt, und davon habe ich sehr viele verschiedene, wie zum Beispiel diese hier. Die haben vorne an der Spitze Hartplastik, was ziemlich gut sich in das Ziel beim Schuss reinschlägt. Und hier nochmal noch bessere, die haben eine Metallspitze, wie es aussieht aus Messing. Hier könnt ihr euch die mal im Vergleich anschauen. Hey, du willst doch nicht schon wieder auf mich schießen, oder? Na, wenn du heute nett bleibst, dann nicht. Sondern wir werden in den Schleim schießen, den ich aufgestellt habe. Den muss man noch etwas vermischen, denn die ganzen Kugelchen haben sich vorne versammelt und die sind natürlich härter als das restliche Schleim. Hier haben wir die Waffe und diese muss ich eben nachladen. Übrigens, solche Waffen sind in Deutschland ab 18 Jahren erlaubt, aber die darf man nicht draußen mitführen. Noch ein Diabolo rein und wieder in die Waffe schieben. Aha. Dann muss man noch die CO2-Kapseln auswechseln, weil die Waffe mehrere Monate rumlag und der Druck bereits entweicht ist. Also, wollen wir mal. Wow, nochmal. Oha, das ist so laut. Was werden die Nachbarn bloß denken? Na, die denken, du verdienst dir Bonbons durch Experimente. Ja, das denken die wahrscheinlich. Schaut mal, wie stark es durch das ganze Schleim und die Kugelchen durchgedrungen ist und am Ende noch den Behälter sogar beschädigt. Da sind die Diabolo, schaut mal, wie stark die eingedrückt sind. Schon ziemlich krass. Und was machen wir jetzt? Und jetzt können wir auf dich schießen, natürlich für ein paar Bonbons. Ah, okay, bin dann mal weg. Oh, dieser Lucky. Also, das muss da wieder rein. Mhm. Okay, okay, ich hab's mir anders überlegt. Du kannst auf mich schießen, aber nur wenn du mir eine goldene Rüstung baust und natürlich 100 Bonbons gibst. Eine goldene Rüstung? Also aus Blattgold? Ja, aus Blattgold. Da ist etwas bereits an dir. Na gut, ich würde mal sagen, abgemacht, leg dich hin. Und hoppa! Also gut, das kommt da dann so drauf. Wie fühlst du dich, Lucky? Oh, sehr gut. Ich werde gleich ein goldener Ritter sein, durch den kein einziger Schuss durchkommt. Ja, wir werden das gleich sehen, ob du ein goldener Ritter sein wirst. Man braucht das Blattgold einfach drauflegen und ich streiche es mit einer Pinsel drüber. So, schaut mal, es haftet auch ziemlich gut, also finde ich zumindest. Übrigens, Freunde, damit kann man fast alles bestreichen, ob es eine Vase ist, die mit Blattgold überzogen werden soll, oder ob es Schuhe sind und so weiter. Sieht doch schon mal gut aus, oder? Wie fühlt sich deine goldene Rüstung an, Lucky? Naja, irgendwie fühlt es sich nicht an wie eine Rüstung. Ja, vielleicht liegt es daran, dass es keine ist. Blattgold einfach drauflegen und bestreichen. Und das wiederholt man immer wieder. Vielleicht sollte ich den goldenen Lucky bei eBay verkaufen. Weh, Jumanji, du wagst mich zu verkaufen an jemanden, der keine Bonbons zu Hause hat. Na, soll ich mich jetzt zeigen? Ja, komm Lucky, komm, zeig deine Rüstung. Oh, ich weiß nicht, ob es eine Rüstung ist, die mich vor einem Schuss beschützen kann. Aha, halb so schlimm, wird schon schief gehen. Also Lucky, ich würde mal sagen, wir legen los. Du stellst dich da hinten hin und ich mache einige Male auf dich Peng Peng, okay? Naja, eigentlich nicht okay, aber gut. Freunde, ich mache es für euch, also bitte abonnieren und ein Like geben. Dankeschön. So, mal wieder nachladen und dann zuschließen. Die Sicherung ist raus, wenn da ein roter Punkt zu sehen ist, bedeutet es, ich kann jetzt schießen. 3, 2, wow, der hat gesessen. Schaut mal, da ist die Munition hingefallen. Die ist nicht in dich, Lucky, eingedrungen. Und schau mal, wie die eingedrückt ist. Boah. Also, hat mich die goldene Rüstung beschützt? Ja, die hat dich beschützt. Und ich sehe da nicht einmal eine Einschussdelle. Ziemlich cool. Also, nochmal. Was nochmal? Ja. Also, 200 Bonbons. Aha, 2000 Bonbons. Also, los geht's. Boah, schon wieder ist der Diabolo abgeprallt und man konnte lediglich Blattgoldstückchen umherfliegen sehen, die ich dann natürlich jetzt aufräumen muss. Was? Du hast schon geschossen? Ja, hast du es etwa nicht mitbekommen? Ich habe es gehört, aber nicht einmal gespürt. Boah, vielleicht sollten wir dann noch einen kleinen Lucky-Bär machen und den komplett mit mehreren Schichten Gold überziehen und dann Experimente machen. Was meint ihr? Wenn ihr Interesse habt, lasst uns 3000 Likes sammeln und dann machen wir so ein Video. Oh,
lecker Süßigkeiten. Eigentlich wollte ich die Lucky zum Lucky-Tag schenken, aber ich denke, ich esse diese lieber selber auf. Womit soll ich bloß anfangen? Die Auswahl ist so groß. Und eigentlich mag ich alles, was hier drin ist. Hey, na? Wie geht's dir denn so? Hä, was ist das? Was klebt da an meinen Pfoten? Los, mach mal weg, bitte. Ja, ja, halt still. Ist das etwa ein neuer Teppich oder was? Nein. Oha, was ist das denn? Das? Na, das ist meine Bonbonsammlung. Oh, das sieht aber aus, als wäre es meine Bonbonsammlung. Du kannst doch gar keine Bonbon sammeln. Und wie ich sammeln kann? Darf ich die mal aus der Nähe anschauen? Ja klar, spring drauf, Lack. Hoppa, und auf geht's. Jetzt darfst du wieder runter. Hoppa, na meine Freunde, kommt, hey, rutscht mal ein bisschen, Lucky braucht Platz. Also, mir geht's jetzt gut und eigentlich kannst du uns jetzt alleine lassen. Ich soll dich mit meiner ganzen Schokolade allein lassen? Ja, wieso denn nicht? Mir kannst du ja vertrauen, ah? Ja klar, Lucky, dir kann man vertrauen. Erst einmal muss die Folie weg, die knistert so die ganze Zeit. So, weg damit. Und jetzt komm du her. Hey, lass mich! Aha, sogar am Rücken hast du eine Hanuta gebunkert, was? Na und? So, Lucky ist weg und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Na, schämst du dich überhaupt nicht? Nein, wieso sollte ich mich schämen? Na, dass du dem süßen Lucky Bear nicht die ganze Schokolade schenken willst. Nein, es passt schon. Also, holen wir mal die ganzen Süßigkeiten da mal raus. Mal schauen, was wir da so haben. Ist ja echt viel. Juhu! Lucky! Lass mich, lass mich! Boah, Freunde, welche der Bonbons mögt ihr am meisten? Bestimmt schreiben alle in die Kommentare das große Ü-Ei, oder? Jedenfalls, mir gefällt das am allermeisten und deshalb, ich würde mal sagen, ich hole das Teil mal da raus. Hier, schaut euch mal den Vergleich an zu dem kleinen oder dem normalen Ü-Ei. Schon ein sehr großer Unterschied, nicht wahr? Na, what's up? Gleich zeige ich's dir. Du wirst dich erschrecken und die ganze Schokolade mir übergeben. Freunde, habt ihr schon ein Like gegeben? Wenn ja, dann einen dicken Kuss von mir an alle, die Like gedrückt haben und den Kanal abonniert haben. Lecker Schmecker Kinderschokolade. Hey, schau mal, was ich hier habe. Gib mir die Schokolade, oder? Oder was? Cool. Die Hand des großen Hulks. Was? Du hast keine Angst vor der Hand? Wieso sollte ich? Hulk ist ja nicht da. Ist nur seine Hand. Also, die ist ja riesig. Ich habe bereits schon große Hände, aber Hulk seine Hand, die ist um vieles größer. Schaut euch die doch nur mal an. Komm, ich schenke dir die Hand und du schenkst mir deine Schokolade. Geh mal weg. Ach komm schon, bitte. Vielleicht sollte ich auf den Deal eingehen. Mit so einem Handschuh kann man ja echt coole Experimente machen. Boah, ich spüre die Kraft des großen Hulk. Einfach klasse. So, also das gebe ich dann Lucky. Nein, das esse ich lieber selber. Na, dann gebe ich ihm vielleicht eine Hanuta. Die esse ich auch selber. Eigentlich esse ich alles selber. Und, hast du dich endlich entschieden? Nein, noch nicht ganz. Ah, lass mein Ohr in Ruhe. Lass los, habe ich gesagt. Na, wie Sie wünschen, Herr Lucky Bear. Ich habe so viel Kraft in dem Ding. Einfach unglaublich. Hier habe ich noch einen. Aber dafür will ich deine Schokolade. Wow, eine zweite Hand. Yep. Das ist ja richtig cool. Ich denke, ja, wir werden uns einig, Lucky. Na, gib jetzt die Schokolade her. Ja, gleich. So, jetzt habe ich zwei Hände. Wer will mich denn noch überhaupt aufhalten? Ich kann mit denen einfach alles zerstören. Na, Herr Zerstörer, hast du nicht was vergessen? Ich denke nicht. Wieso? Na, jemand schuldet mir noch Schokolade. Ach ja, für die Hulk-Hände, stimmt's? Aha. Na, abgemacht ist abgemacht. Hier, Lucky, frohe Ostern. Oh, danke schön. Na, komm, mein kleiner Hase. Ach, und was war in dem einen großen Ü-Ei drin? Also, ich schaue da jetzt mal rein. Und ich gehe so lange den Hasen futtern. So, bevor ich den auspacken werde, möchte ich euch noch sagen, meine neuen Wubble Bubbles sind gekommen. Wir können also mit Lucky Bear neue Experimente mal wieder starten. Das wird einfach cool. Also, was haben wir denn da Schönes? Sieht aus wie eine Biene oder so. Na, komm da mal raus. So, jetzt eben schnell das Ganze zusammenbauen. Aha. Und da haben wir es. Aha, sieht ja langweilig aus. Die kann fahren. Oh,
Hoppa, wow, mein eigenes Skateboard. Juhu, schneller, schneller. Freunde, mit den Dingern kann man bestimmt coole Experimente machen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt eure Ideen doch in die Kommentare. Und du gibst mir für den zweiten Handschuh einen zweiten Schokohasen. Ah, du bekommst deinen Handschuh zurück. Ah, wer hat das Licht ausgemacht? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Ich sehe nichts mehr. Hallo? Wo bist du?